Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Spider-HD-Webinar von Datacolor. Ich bin Boris Bergmann von Datacolor und ich möchte Sie ganz herzlich zu diesem Webinar Spider-HD, die clevere Lösung für die Farbsteuerung in Foto- und Videoaufnahmen, willkommen heißen. Dieses Webinar machen entweder mein Kollege Oliver Mees und ich, und deshalb hier einmal ganz kurz. Wer Sie denn bei diesen Webinaren theoretisch betreuen kann. Das bin also heute ich, Boris Bergmann. Und worum geht es uns heute? Es geht uns natürlich beim Thema Farbmanagement darum, als Ziel zu haben, reproduzierbare, konsistente Farben zu erzielen. Und das natürlich im Foto- als auch im Videobereich. Und dort haben wir mit Spider-HD das neueste Bundle geschnürt in unserem Hause. Und darum geht es uns heute. Also die erste Lösung für Farbmanagement, für Video, für Fotografie, also für TV und Kamera. Bedeutet also für alle, die im Bereich Fotografie, aber auch im Bereich Videografie unterwegs sind, wie man das heute so schön neudeutsch nennt, sie finden sich hier wieder. Gut, und ich möchte das Ganze in ein wenig ausführlicher beleuchten, speziell auch eben auf die Punkte eingehen, die bei der Kalibrierung von Monitor und TV wichtig sind, eben auch dort unter dem Aspekt der Videografie, wie man an die entsprechenden Einstellungen herankommt. Nicht, das sind die Punkte, um die geht es mir heute. Und dann stürzen wir uns jetzt auch ins Vergnügen hinein. So, und zwar das Bundle, ich habe es hier mal aufgebaut, besteht aus dem Spider 4 Elite, der kriegt hier die Canon HD dahinter. Dann das Spider Web mit dem Cradle zum Befestigen des Sensors an großen Monitoren. Darüber hinaus den Spider Cube und den Spider Checker in der 48 Patch-Version, wie wir ihn hier sehen. Das Ganze verpackt in einem entsprechenden Koffer, damit eigentlich schön handelbar. Aber ich sagte eben gerade, es geht uns darum, Farbmanagement so zu gestalten, dass es reproduzierbar ist, dass es konsistent ist. Und zwar von der Aufnahme über die Verarbeitung am Bildschirm in der Nachbearbeitung bis hin zur Ausgabe. Und wenn man das nicht tun würde, und das ist der erste Punkt, um den es mir hier eigentlich geht, dann hätte man ein kleines Problem und das machen sich viele gar nicht so klar. Und zwar, wenn Sie ganz normal fotografieren, wie das hier einmal dargestellt ist, und Sie sehen hier im Kameradisplay eine Dame in Schwarz-Weiß dargestellt, das hat seinen Grund, das würde man in Farbe genauso machen können, aber darstellen lässt sich das Ganze besser in Schwarz-Weiß, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte. So, fotografiert haben Sie das Ganze. Sie haben das Ganze dann auf den Computer gebracht, das gespeichert. Sie sehen hier eine Festplatte und da nochmal die Grafik drauf, wieder in Schwarz-Weiß. Man sieht aber schon, so ganz hundertprozentig gleich ist das nicht. Liegt nämlich in der Regel daran, dass das Kameradisplay nicht kalibriert ist. Gut, soweit aber auch noch alles in Ordnung. Jetzt gucke ich mir das Ganze zum ersten Mal mit einem Monitor an, das heißt an meinem Rechner, mache die Datei also aus und aus irgendeinem Grunde gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass der Monitor nicht kalibriert wäre. Ich sehe also das Bild zum ersten Mal am Monitor und hier fällt mir auf, grün, leichter Grünstich. Warum, wieso, weshalb? Mein Monitor ist nicht kalibriert. Der ist also unkalibriert und soll jetzt hier in diesem Falle mal einen Grünstich haben. Das Problem, ich weiß das ja einfach vorher nicht, weil ich meinen Monitor nie kalibriert habe. Ich gehe also davon einfach mal aus, dass der gut ist. Aber geschrieben steht da nirgendwo. So, wenn ich jetzt also eine entsprechende grünliche Darstellung bekomme, dann gehe ich natürlich davon aus, Monitor, soweit alles in Ordnung. Grünstich, also muss ich was dagegen tun. Kein Problem. Ne? Rot und Blau dazu oder eben auch Magenta, wie der Fachmann an der Stelle sagen würde. Oder eben das Grün reduzieren.
ich befinde mich im Farbkreis und agiere mit den Komplementärfarben. Mehr ist es letztendlich nicht. Und schon habe ich das Ganze wieder farblich neutral, wie man es hier sehen kann. Und das sieht eigentlich gut aus. Ich speichere das Ganze jetzt einfach mal ab. So, und was habe ich dazugegeben? Ich habe Rot und Blau, also sprich Magenta, dazugegeben. Jetzt hat meine Datei, die vorher neutral war, wie in 2 zu erkennen, ist auf einmal ja dazugekommen Rot und Blau, also sprich einen Magenta-Ton. Und schon habe ich einen Magenta-Stich. Und das ist natürlich nicht das, was ich haben möchte. So, aber das merke ich nicht. Das ist das Schlimme daran. Weiter geht's. Wenn ich das Ganze jetzt dann ausgebe, also ausdrucke, dann stelle ich hinterher fest, der Ausdruck ist natürlich auch vorausgesetzt in dem Abschnitt hier hinten ist alles in Ordnung. Dann würde ich logischerweise ein Bild mit einem Magenta-Stich bekommen. Und alles nur das, weil mein Monitor nicht kalibriert ist. Das ist mein Problem. Und da müssen wir ran. Wie kann man das nun tun? Also mit Hilfe der Werkzeuge, die sich im Spider-HD-Koffer dann befinden. Und wir gehen hier mal einzeln kurz durch. Ich mache das so, dass es hoffentlich für Sie kurzweilig ist, aber die wichtigsten Punkte noch einmal hervorgehoben werden können. Gerade bei den Produkten, die Sie schon kennen könnten. So, der Spider-Cube. Der Spider-Cube. Damit fange ich eben vorne an. Beim Spider-Cube reden wir über das Thema Referenz für die Fotografie. Denn die meisten, denke ich mal, von Ihnen fotografieren im RAW. Ich weiß nicht, wie viele das dann jetzt tun. Und dazu muss man einfach an der Stelle sagen, beim RAW habe ich natürlich die Reserven. Ich habe das jetzt gerade erst gesehen, habe von jemandem Bilder bekommen, der hat leider die RAWs entsorgt. Ja, das Ganze vor einem weißen Hintergrund fotografiert, leider vorne nicht entsprechend beleuchtet oder aufgehellt durch den entsprechenden Blitz. Und dadurch, dass es nur noch JPEGs sind, haben wir jetzt ein Problem, weil einfach dort Reserven fehlen. Na, im RAW wäre das kein Problem gewesen. Da spricht man ja so schön davon, dass man mal eben 2 Blendenstufen oder Belichtungsstufen Reserve hat. Das gab es hier aber nicht. So, aber die Reserve, die mir das RAW anbietet, heißt natürlich auch umgekehrt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es richtig ist. Die Belichtung wird zwar eingestellt, aber was ist mit der Farbtemperatur? Und die Belichtung habe ich nach. Ja, häufig einfach nach meiner Kamera eingestellt. Oder ich arbeite halt, ja, ich sage einfach mal in der Zeitautomatik, in der Blendenautomatik, je nachdem. Und schon muss ich mich mehr oder minder auf die Kamera verlassen. Was ist mit dem Schwarz? Die Farbtemperatur werde ich werde keinen Weißabgleich gemacht haben, ganz häufig sage ich, weil ja dann immer die Aussage, ach, du arbeitest ja im RAW. Das bedeutet aber umgekehrt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ist denn richtig. Und das will ich hier mal an einem anderen Beispiel oder an dem Beispiel zeigen. Ist es etwas dunkler, etwas kälter, etwas wärmer? Und in diesem Falle ist, das ist in unserem alten Büro, ist die Lichtsituation, vielleicht kennt der eine oder andere das Bild ja schon mal, ist dieses Bild insofern problematisch. Wenn ich mir das Ganze genauer angucke, werde ich feststellen, hier drüben habe ich eine Lichtquelle. Hier sind nämlich ist eine Fensterfront gewesen, Tageslicht. Und hier habe ich auch eine Lichtquelle. Man erkennt es hier vor allen Dingen an diesen Blättern hier. Da ist Kunstlicht. Ich habe also eine Mischlichtsituation, was ja eigentlich ganz häufig der Fall ist. Und das macht es natürlich extrem schwierig, da jetzt mal eben eine Referenz rauszubekommen. Wenn ich mich dann auf die Automatik der Kamera oder auf die Automatik des RAW-Converters verlasse, habe ich manchmal Glück und manchmal gewinnen die anderen, oder wie man das so schön sagt. Gut, mir fehlt also die Referenz. Und da nehme ich jetzt einfach den Cube her. Denn der Cube bietet mir an dieser Stelle die vollständige Referenz. Der Cube bietet mir 18% Grauflächen, jeweils eine Weißfläche, eine Schwarzfläche, eine Chromkugel. Das heißt, hier werde ich immer, wie jetzt hier schon angedeutet in Rot, hier werde ich immer ein Spitzlicht finden. Und hier unten, da ist ein Loch drin, weil er innen hohl ist, schwarz von innen ist, habe ich hier natürlich eine Lichtfalle. So, und mit
Damit habe ich hier unten absolutes Schwarz, immer eine Überbelichtung, weiß, Schwarzfläche und mein Neutralgrau. Und das Schöne daran ist, Sie sehen, jetzt ist eine Fläche heller. Hier ist nämlich die Fensterscheibe. Die hat auf dieses ganze Bild wirklich mehr Wirkung. Das sieht man hier. Während die Glühlampe hier oben nur eigentlich in dem Bereich wirkt. Deshalb ist dieser Bereich etwas dunkler. Und damit mache ich meinen Weißabgleich auf die hellere Fläche. Ich habe also eine Mischlichtsituation damit natürlich optimal, bin ich herangegangen. Und ich kann halt meinen Umfang, und zwar den Kontrastumfang, aufgrund von Schwarz, von Weiß und der Spitzlichter, beziehungsweise der absoluten Schatten, kann ich das Ganze bestimmen. Überhaupt kein Problem. Das war's schon. Das speichere ich mir ab. Wichtig an der Stelle, speichern sich das Ganze so ab, dass Sie wirklich nur, wenn Sie das Ganze synchronisieren, dass Sie wirklich nur auf diese Einstellungen Einfluss nehmen. Damit haben Sie also den Weißabgleich und den Kontrastumfang schon einmal definiert. Kommen wir zum nächsten. Das ist der Spider-Checker. Und der Spider-Checker, für diejenigen, die ihn schon kennen, der kann eine ganze Menge. Ein Punkt beim Spider-Checker, und das ist, denke ich mal, ein interessanter Punkt, ist einfach zu sagen, okay, ich bin mit mehreren Kameras unterwegs. Ich habe eine Spiegelreflex, ich habe eine Systemkamera. Ich bin vielleicht mit mehreren Leuten bei einer Hochzeit unterwegs. Und ein Kollege von mir, Fotograf, bei uns aber auch in der Firma, auch teilweise im Bereich Webinare tätig. Ja, dem ist nun Folgendes passiert. Als er seine Freundin beim Fotografieren kennenlernte, stellten die beiden fest, eigentlich sind sie nicht kompatibel, weil er ist absolut Nikon-lastig unterwegs und sie Canon-lastig. Aber die Beziehung hält schon einige Jahre. Und wir haben das hier mal dargestellt, gegeneinander gesetzt. Jede Kamera hat halt einfach seine eigene Charakteristik. Und das ist so wie früher der einzelne Film, ne? Jeder Film hatte seine eigene Charakteristik. Natürlich in Kombination mit dem jeweiligen Papier noch viel mehr. Und das bedeutet an der Stelle, ich muss jetzt dafür sorgen, dass diese Farbcharakteristik ein bisschen herauskommt, sodass ich eine Einheitlichkeit hineinbringe. Und wir sehen hier einfach, wir haben es hier mal ein bisschen übertrieben, dadurch, dass wir die Sättigung ein bisschen hochgezogen haben. Wir sehen hier die etwas kälteren Bilder, die aus der Canon stammen, CR2, und die etwas wärmeren Bilder, die NEVs, die aus der Nikon stammen. Und ein Profil mit dem Spider-Checker für beide Kameras einmal erstellt. Und das ist kein ICC-Profil, das ist eine Einstellung, und zwar basierend auf den HSL-Kanälen. Also im Lightroom zum Beispiel habe ich dann ein benutzerdefiniertes Preset. Und das ist das Schöne. Das bezieht sich, wenn ich das korrekt gemacht habe, bezieht sich das, und ich übertrage das dann immer nur auf die HSL-Kanäle. Das bedeutet natürlich auch, es kollidiert nicht mit dem Spider Cube. Und somit kann ich beide nacheinander ohne Probleme einsetzen, zumal ich mit dem Checker nicht jedes Mal fotografieren werde. Mit dem Cube werde ich, wenn ich so über den Tag als Beispiel meiner Hochzeit unterwegs bin, werde ich beim Cube mehr Bilder machen als beim Checker. Dann beim Checker mache ich ein Bild drin, ein Bild draußen. Das reicht in der Regel vollständig. Und das sorgt dann dafür, dass hinterher das Ergebnis so aussieht, und zwar in diesem Falle mit zwei Klicks, nämlich einmal die richtige Farbzuweisung vom Checker und im Endeffekt könnte ich es dann in vier Klicks machen, einmal die richtige Farbzuweisung vom Checker, einmal vom Cube und zwar jeweils das entsprechende, die Einstellung einmal von der Canon, einmal von der Nikon und schon habe ich eine Homogenität. Ja. Hier steht auch mal so drunter, für diejenigen, die filmen, denken Sie mal an eine GoPro. Denken Sie an eine EOS ja, C300, also was in den Bereich Videografie hineingeht. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, ja, ich arbeite doch hier eigentlich mit NEV-Daten. Haben Sie natürlich vollkommen recht. Optimalerweise arbeitet man mit NEV-Daten. Das ist aber, was ich bei der Filmerei eben nicht machen kann. Da habe ich keine NEV-Daten. Kameras nehmen komprimiert ein Video auf. Das ist heute einfach noch so, weil die Datenmengen einfach viel zu hoch wären. Und ich kann das genauso machen, aber ich sollte vorher darauf achten, dass das, wo ich beim Cube geredet habe, dass der Weißabgleich vorher bei der
Videografie gemacht ist. Sonst habe ich ein Problem. Sonst sind Veränderungen, auch eben Anpassungen unter Umständen zu stark und dann gibt es Probleme. Nicht? So, also, wie funktioniert das Ganze? Wie ist das Ganze aufgebaut? Der Spider-Checker kommt in einem Rahmen, sind Magnetrahmen, die man also aufklappen kann. Das ist insofern wichtig. Und arbeitet, wie ich eben schon angedeutet habe, im Bereich der HSL-Kanäle. Und damit die Einstellungen entsprechend komplex genug sind, braucht man eine ganze Menge davon. Und das bietet derzeit leider nur Adobe Camera Raw, Lightroom, Focus von Hasselblad. Hat den Vorteil, dass es kostenlos ist, arbeitet dann gegen DNG. Und für alle, die in dem Bereich Video unterwegs sind, DaVinci Resolve 11 in Deutsch derzeit nur als Beta verfügbar von Blackmagic. Das unterstützt auch den Spider-Checker. So, das Schöne ist, diese Farbkarten kann ich ersetzen. Es gibt einen sogenannten Fade-Checker. Das heißt, hier ist kleines rotes Farbfeld drin. Das ist hier drunter nochmal. Da ist es dann abgedeckt. Und dieses Feld wird eher verblassen, bevor diese einzelnen Felder hier verblassen. Und damit kann man eine sehr hohe Langlebigkeit eben überprüfen, dass das wirklich noch in Ordnung ist. Wir haben teilweise die schon 3, 4 Jahre, in der 3 Jahre im Einsatz. Und solange man da nicht Folgendes macht, dass man die Dinger offen auf der Fensterbank Südseite rumliegen lässt, dann ist das also auch überhaupt kein Thema, da zeigt sich dann nichts. Wenn es aber irgendwann soweit sein sollte, dann kann ich diese Farbkarten nachkaufen. So, und jetzt kommt's, wir haben hier eine zusätzliche Referenz für Hauttöne, hier nochmal durch den Pfeil dargestellt, ist also gerade in dem Aspekt sehr wichtig, weil es gibt auch eine Einstellung für Hauttöne, da werden dann die Rottöne im Bereich Rot- und Orangetöne ein bisschen reduziert im Bereich der Sättigung, so dass ich nicht das, was man gerne auf Partys manchmal sieht, dass man so ekelhaft rote Hauttöne sieht, kann ich auf diese Art und Weise hervorragend eben reduzieren, wenn ich möchte. Ne? Also langlebig, umweltbewusst, da hatte ich jetzt eben schon was gesagt. Und jetzt ist das eigentlich Interessante für diejenigen, die eben mit der Videokamera unterwegs sind. Ich habe die Möglichkeit, das einfach umzudrehen. Und dann habe ich eine Graukarte für den kamerainternen Weißabgleich, den ich mit der Videokamera mache, aber den ich auch mache, wenn ich mit meiner SLR unterwegs bin und Videos drehen möchte. Denn wie eben schon angesagt, ist das Aufnehmen vom Video komprimiert. Das heißt, das wird mit einem Codec komprimiert. Nicht? Das ist vergleichbar zum Beispiel bei Fotos mit JPEG. Dementsprechend habe ich eben nicht die Reserven. Und wenn ich jetzt vorher meinen Weißabgleich manuell mit der Kamera darauf mache, dann habe ich eben den Vorteil, dass ich das hinterher nicht mehr machen muss. Und das bedeutet auch, wenn ich jetzt dann noch eine Farbabweichung habe von der einen Kamera zur nächsten Kamera, dann sind diese Farbabweichungen nicht mehr so hoch. Und damit bin ich eben in der Lage, auch eine GoPro mit einer SLR abzugleichen und anzugleichen, sodass ich da eben keine Probleme mehr bekomme. Natürlich, wenn es zu extrem wird, dann werden wir immer irgendwann irgendwo Unterschiede erkennen. Aber dann ist das als nichts anderes, als hätte ich in der Fotografie einen absoluten Fehlschuss getan. Na? Das ist also der entsprechende Punkt. So, und wie funktioniert das? Recht einfach eigentlich. Fotografieren Sie den Spider-Checker mit einer optimalen Lichteinstellung, 45 Grad, zur Lichtquelle. Und dann haben Sie eine Referenz und damit wird das automatisch korrigiert. Mehr ist das gar nicht. Und ich habe das hier mal dargestellt. Das Plugin im Lightroom, beziehungsweise wenn Sie das Ganze einsetzen in Verbindung mit Adobe Camera Raw, dann wird es als externes Programm eingesetzt. Und dann sehen Sie die Einstellungen auf die ganzen HSL-Regler. Und da gibt es halt eben den Bereich Farbton, Sättigung, Luminanz oder hier eben mal alle dargestellt. Und das ist das Problem, weshalb der Spider-Checker nicht so viele Programme unterstützt. Die Anzahl der Regler müssen im Programm vorhanden sein, sonst geht's nicht. Das ist der Punkt.
Dann haben Sie hinterher hier eine entsprechende benutzerdefinierte Vorgabe und die wenden Sie einfach nur an oder synchronisieren Sie selbstverständlich auch auf die Bilder, wo der Referenzschluss nicht vorhanden ist. So einfach ist das Ganze. So, dann kommen wir jetzt zum Thema Spyder 4 Elite HD, also sprich Monitor und TV-Kalibrierung. Da hatte ich gesagt, da möchte ich ein bisschen mehr Wert drauf legen und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt, wenn ich mir das Zeitfenster mir so alles so angucke. So, warum muss ich einen Monitor kalibrieren? Wir haben eben schon gesehen, ganz am Anfang, wir haben das Problem gehabt, dass ein Monitor, ich mich eben einfach nicht drauf verlassen kann, ist der so in Ordnung. Und dazu brauchen Sie nur eins machen, gehen Sie in den Supermarkt und zwar so einen Elektronik-Supermarkt, Saturn Media oder wie auch immer sie alle heißen, keine Ahnung, fallen mir tausende von Namen ein. Soll also jetzt keine Werbung sein. Und wenn Sie da Monitore sehen und die zufälligerweise auch noch alles gleiche Bild zeigen, dann werden Sie sehen, ja, ist ja schön, selbst wenn es ein und dasselbe Modell ist, das passt nicht, die sind nicht gleich, sieht man aber häufig nur beim direkten Hingucken. Machen Sie es mal. So. Warum ist das so? Wir haben unterschiedliche Monitortechnologien, zum Beispiel unterschiedliche Backlights. Früher hatte man CCFL, das war so quasi eine Neonröhre in U-Form im Rahmen drin. Heute sind die Rahmen schön schlank, da passen dann nur noch LEDs rein. Aber machen Sie einfach mal Folgendes: Vergleichen Sie mal Glühlampenlicht mit Energiesparlampe mit LED. Dann werden Sie feststellen, alles, was unterschiedlich beleuchtet wird, erscheint auch farblich unterschiedlich. Und unser Auge kann das zwar ausgleichen, aber immer nur eine Quelle auf einmal. Und das ist nicht so ganz ohne. Wenn ich also solche unterschiedlichen Monitore nebeneinander stellen will, dann muss ich schon richtig aufpassen. Neben den unterschiedlichen Monitortypen haben wir natürlich auch Unterschiede, also was die Technologie angeht, haben wir auch unterschiedliche Typen. Ne? Röhre, LCD, der eine kann Weitgamut, also sprich Adobe RGB, der andere nur Normalgamut. Das sind auch Punkte, auf die man achten muss. Und auch bei LEDs, um nur mal ganz auf die neuesten Techniken zu gehen, haben wir einen Älterungsprozess. Die Filter, weil die Beleuchtung ist ja in der Regel nur eine weiße Hintergrundbeleuchtung, die wird schwächer, aber die Filter davor, rot, grün und blau, werden sich auch verändern im Laufe der Zeit. Und auch das hier mal übertrieben dargestellt. Und irgendwann, wir hören das immer wieder mal, oh, ich soll 120 oder ich soll 180 Candela pro Quadratmeter einstellen. Mein Monitor kann aber nur noch 170. Dann müssen wir an der Stelle eben auch sagen, okay, entweder stellen Sie den Monitor jetzt in einen dunkleren Raum, dann brauchen Sie auch nicht so hell zu kalibrieren. Beides ist an dieser Stelle wichtig. Machen sich Gedanken darüber, wann wird es Zeit für einen neuen Monitor, weil den können Sie gerne problemlos für Textverarbeitung noch verwenden, wahrscheinlich, aber als richtig kalibrierten Monitor wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr. So, und mit dem Spyder 4 Elite HD, mit der Software, decken wir jetzt zwei Einsatzbereiche ab, nämlich die Monitorkalibrierung und die TV- und Videoreferenzkalibrierung. Videoreferenzmonitore, sogenannte Field-Monitore, gibt es das eine oder andere, was eben auch den Vorteil, kann ich mir auf die Kamera draufsetzen und ähnliche Geschichten. Das ist eine ganz schöne Geschichte. So, und wenn wir schon in den Bereich der Videografie gehen, dann wird ja sehr viel auf dem Rechner auch geschnitten und gemacht. Und dann sollte auch am Rechner natürlich der Monitor am Rechner korrekt kalibriert sein. Und das schauen wir uns hier einfach mal an, und zwar unter diesem Aspekt, wo finde ich denn diese speziellen Einstellungen? Normalerweise sage ich, okay, ich wärme das Ganze vor, ganz wichtig, eine halbe Stunde bitte schön warm laufen lassen. Die Umgebungslichtbeleuchtung muss ich mir angucken, möglichst neutral, nicht? Wenn Sie da mit einem roten T-Shirt davor sitzen, auch das ist zum Beispiel ein Punkt, das ist ein No-Go. Dann würden Sie nämlich immer eine Reflexion sehen. Und damit würden Sie Ihr Auge beeinflussen. Ist überhaupt kein Thema. Nicht? Sie haben Standardeinstellungen. Sie gehen in die Farbtemperatur auf gewisse Einstellungen. Alles auf Standards. Sie schließen den Spyder an und dann geht's eigentlich los. Hier mal an einem Thunderbolt-Display vollkommen egal. Ich wähle also aus, in diesem Falle LCD. Ich sage, was habe ich an Bedienelemente denn zur Verfügung?
sage jetzt hier zum Beispiel Fullkeil, sagt Gamma 2,2, Weißpunkt 6500, Helligkeit 120 Candela. Aber jetzt geht's weiter. Es geht in die erweiterten Einstellungen hinein. Denn da wird's interessant. Die Spider 4 Elite HD Software erlaubt Ihnen, auf verschiedene Einstellungen zuzugreifen. Voreinstellungen, beziehungsweise mit Hilfe der Expertenkonsole können Sie sich auch eigene Einstellungen machen. Und da wird es jetzt interessant. Sie haben natürlich die, ich sag mal, klassischen Einstellungen, ne, Gamma 2,2, 6,5, 120 Candela oder für einen Röhrenmonitor ganz häufig 5890 Candela. Wir haben auch heute, ich sage mal, die wenigsten verwenden noch einen neuen Monitor. Aber dann gibt es Einstellungen, die sind halt nicht ganz uninteressant. Im Bereich der Druckvorstufe gerne auch mal Elster. Aber diejenigen, die halt mit Video arbeiten, da dürfte PAL-SEACAM interessant sein, wenn wir jetzt in Amerika unterwegs wären. NTSC, aber ich denke mir, für diejenigen, die sich so eher am DVD-Standard orientieren, ist eigentlich ein anderer Standard viel interessanter. Das ist dieser ITU REC BT 709, auch gerne einfach nur REC 709 bezeichnet. Das ist das, wo heute, ich sag mal, DVD und so weiter gemacht wird. Das ist also auch für HD der Farbraum. Bei 4K zeichnet sich gerade so ein bisschen was anderes ab, ein noch größerer Farbraum. Das ist also der Standard, der dort, an dem man sich dort orientiert. Der ist hier drin, Sie können ihn auswählen und können dann auf diese Art und Weise danach kalibrieren. Nicht? So würde es dann aussehen. Helligkeit, Fabrikwert, Weißpunkt. Sie sehen, es ist ein bisschen anders aufgebaut, aber um ganz ehrlich zu sein, diejenigen, die das nicht unbedingt so alles so einstellen können heute, der REC 709 ist sehr ähnlich dem sRGB. Nicht identisch, ein anderer Weißpunkt, aber fast identisch. Auch beim Gamma sehen Sie, ist ein kleiner Unterschied da. No? Aber vielleicht nur mal so für den Hinterkopf, dass Sie sich da auch bezüglich Ihrer Monitore erstmal noch keine riesigen Gedanken machen müssen, dass da jetzt unbedingt was ganz Neues großziehen muss. Gut, hier, wer möchte, in die Expertenkonsole und da kann ich dann wirklich reingehen und hier könnte ich auch alles Mögliche individuell einstellen: Schwarzwert, Weißwert, gemessene Luminanz und so weiter. Das kann ich individuell einstellen und kann mir dann das als neuen Zielwert speichern. Wenn Sie mehrere Monitore haben, hier können Sie jederzeit sagen, welchen Monitor zu welchem wollen Sie wechseln. Auch die iterative Graubalance können Sie hier aktivieren. Auch das ist etwas, was nicht ganz uninteressant ist, steigert die Qualität. Bei der Kalibrierung machen wir nichts anderes als einen Soll-Ist-Vergleich und versuchen dann, die Ist-Kurve an die Soll-Kurve heranzubekommen. Und wer sich an die Mathematik erinnert, der wird sich an das Thema Kurvendiskussion vielleicht noch erinnern. Wenn man also eine Kurve annähern möchte, dann arbeitet man mit Punkten, wo man Stützpunkten, über die man arbeitet. Und je größer der Abstand ist, je komplexer die Kurve ist, desto besser ist es, je mehr Stützpunkte man hat. Und nichts mehr anderes macht die iterative Graubalance. Die dauert zwar einen Tick länger in der Kalibrierung, sorgt dann aber dafür, wenn der Abstand zwischen Soll und Ist größer wird, dass dann einfach mit mehr Punkten die Kurve korrigiert wird. Das heißt, dann werden mehr Messungen gemacht. Dadurch haben wir eine höhere Qualität und das ist zum Beispiel für diejenigen, die schwarz-weiß arbeiten, ein nicht ganz uninteressanter Punkt, denn wir haben ja nicht eine Kurve, sondern wir haben drei Kurven und die legen wir übereinander. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in der Rotkurve ist in den Tiefen vielleicht ein Tickchen zu viel Rot. Bei einem Farbbild sehen Sie das nicht, aber schwarz-weiß, da sehen Sie es sofort, wenn Sie in den Tiefen nicht oder einen ganz leichten Rotstich dann hätten. Nur als Beispiel. Gut. Das sind also die Einstellungen und hier ist es eben auch ganz schnell und einfach, jetzt in den Bereich der Videografie die entsprechenden Einstellungen zu machen, sich herauszuholen. Wer möchte, wie gesagt, legt die sich selber dann nochmal als eigenes Settings ab und kann die jederzeit wieder abrufen. Gut, dann mache ich halt meine Messung und bekomme halt hinterher die Möglichkeit zu vergleichen und Sie sehen jetzt, das ist mal eine Kalibrierung nach REC 709 gewesen und die ist in diesem Falle sRGB in dieser Stelle. No? Das passt. Also vom Farbraum
sind die an der Stelle, was diesen Monitor angeht, identisch. Dann gäbe es die Möglichkeit der erweiterten Analyse, insofern nicht ganz uninteressant, weil ich mir die Bildschirmhomogenität und die Farbtreue darstellen lassen kann. Das bedeutet natürlich, Ihr Monitor, es sei denn, er sitzt, er ist dieser Klasse, ich sage jetzt mal, 1500 Euro plus entnommen und ist jetzt kein, was weiß ich, 50 Zoll Monitor, sondern eben normale Monitorgröße, 24er oder 27er. Dort gibt es dann die Möglichkeit auch, die Monitore bezüglich Homogenität einzustellen im Bereich der Hardware-Kalibrierung. Ein Monitorprofil, was über eine Grafikkarte gehandelt wird, wie das eben bei normaler Kalibrierung der Fall ist, das gilt nämlich für den gesamten Monitor. Und insofern kann ich das aber ermitteln, wo hat mein Monitor Schwächen? Und dann weiß ich in der Bildbearbeitung, okay, das ist jetzt ein kritischer Moment, dann kann ich eventuell mir das Bild mal verschieben, um halt sicher zu sein, nicht mein Monitor ist an der Stelle zu dunkel, sondern vielleicht ist an der Stelle das Bild einfach noch ein Tick zu dunkel. Nicht? So, zusammengefasst, durch das richtige Ziel haben Sie die richtigen Referenzen. Ne? Das, Sie wählen aus, ich will nach REC 709, ich will meinetwegen auf Gamma 2265 6500 Kelvin 120 Candela kalibrieren, um für Bildbearbeitung als Fotograf richtig gerüstet zu sein. Dann kommt der Sensor, misst die Farbunterschiede, kalkuliert die Korrekturkurve und aktiviert das Profil auf dem Rechner. Das ist der Weg der Monitorkalibrierung. Ob Sie das jetzt machen als Fotograf oder im Sinne der Videografie, ist an dieser Stelle technisch gesehen egal. Es gilt einfach nur darum, Sie wählen die richtigen Einstellungen aus. So, ICC-Profil, was ist denn das überhaupt? Ganz kurzer Exkurs. Ein ICC-Profil ist ein Datensatz, der eigentlich das Gerät beschreibt. Ob das jetzt ein Monitor, ein Drucker, ein Scanner, vollkommen egal. Er korrigiert den Weißpunkt, ist für die Linearisierung zuständig, ist ganz wichtig beim Softproof. Nicht? Wenn ich also sage, mein Monitor ist kalibriert, ich möchte dann aber ein anderes Gerät simulieren, dann muss ich den Softproof verwenden im Photoshop. Und damit haben Sie das Ganze auf allen Monitor- und Druckertypen. Und hier oben sehen Sie auch nochmal unterschiedliche Farbräume dargestellt, eben teilweise durch oder beziehungsweise unter anderem auch Informationen, die in einem ICC-Profil liegt. Gut, das Problem ist, oder das ist an dieser Stelle wichtig zu wissen, wenn ich in der Bildbearbeitung unterwegs bin, dann dieses ICC-Profil besteht aus zwei Teilen. Brauchen Sie sich erstmal keine Gedanken machen. Eine Komponente davon wird vom Betriebssystem und von der Bildbearbeitung genutzt. Da brauchen Sie sich auch nichts drum kümmern. Das macht das System selber. Achtung, Betriebssystem heißt an dieser Stelle leider eben nicht, dass jede Komponente des Betriebssystems das auch richtig macht. Als Beispiel, auf einem Mac, da ist der Desktop, wenn da etwas grafisch dargestellt wird, farblich dargestellt wird, dann ist das korrekt. Dann wird das ICC-Profil benutzt. Unter Windows, im Office-Bereich, aber auch im Desktop-Bereich ist das eben nicht so. Der Windows-Desktop ist nicht color-managed, so nennt sich das Ganze. So, Lightroom, Photoshop und andere Bildbearbeitungsprogramme sind es logischerweise auf beiden Plattformen. Aber das Schöne ist, da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern, das brauchen Sie nicht einstellen. Das macht das System alleine. Die andere Komponente, das ist die mit den Korrekturkurven, die wird in den Lookup-Table der Grafikkarte geladen. Und da gilt es einfach nur, wenn Sie zwei Monitore haben, muss Ihre Grafikkarte auch zwei Lookup-Table haben. Das ist unter Windows leider nicht immer der Fall. Heute, wer eine Mittelklasse oder bessere Grafikkarte hat, kein Thema. Wenn ein Eltern einen Rechner hat, überprüft das bitte, wenn er dort mehrere Monitore anschließen möchte. Das Gemeine ist, es gab in der Vergangenheit immer wieder Grafikkarten, da konnte ich zwar drei Monitore anschließen, aber kalibriert konnte ich nur einen vorhalten. Gut. Und wie wird nun so ein Monitorprofil eingesetzt? Auch das ist ganz simpel. Sie machen Ihre Aufnahme und wenn Sie es im RAW machen,
dann passiert das, was hier steht, ein bisschen später. Wenn Sie es im RAW aufnehmen oder wenn Sie es in der sRGB oder Adobe RGB aufnehmen, das anderes machen Sie mit der Kamera nicht. Spätestens bei der RAW-Konvertierung müssen Sie sich entscheiden, wird es sRGB oder Adobe RGB. Das Wichtige ist aber, es bleibt. Sie springen nicht hin und her, das ist ganz wichtig. Wenn Sie sich für sRGB entschieden haben, dann bleiben Sie bei sRGB. Wenn Sie sich bei Adobe RGB entschieden haben, dann bleiben Sie in der Bildbearbeitung bei Adobe RGB. Jetzt, das ist soweit sozusagen hier die Arbeit in Photoshop. Jetzt kommt on top. Was kommt on top? Hier oben das Monitorprofil. Das holt sich der Photoshop aber automatisch rein und nutzt es nur damit, dass Ihr sRGB-Bild korrekt dargestellt wird. Genauso Ihr Adobe RGB-Bild. Und wenn Sie von jemandem anders das bekommen, und da ist ein entsprechend korrektes Profil drin, sorgt Ihr Monitor mit Hilfe des Profils und der Bildbearbeitung dafür, dass im Rahmen der Möglichkeiten, die der Monitor hat, von der Darstellung der Farben, dass das korrekt dargestellt wird. Das ist ein entscheidender Punkt. Und das Schöne ist, Sie müssen eigentlich nichts tun. So, und wenn man dann nach draußen geht, dann würde man zum Beispiel Adobe RGB ganz häufig in sRGB konvertieren, weil viele Druckdienstleister das erwarten. Drucke ich selber, dann brauche ich das häufig nicht zu tun. Wenn der Drucker mit großen Farbräumen umgehen kann, dann muss ich nur korrekte Daten angeben. Das ist alles. Gut, als Tipp, einfach mal aus der Kiste geholt. Bitte verdunkeln Sie den Raum, sorgen Sie für indirektes Licht, sorgen Sie dafür, dass der Monitor die hellste Lichtquelle ist. Stabile Lichtsituation hatten wir schon gesagt, betriebswarm hatten wir auch gesagt, rekalibrieren Sie alle 2 Wochen neu und wenn Sie es alle 4 Wochen machen, dann tun Sie sich selber einen Gefallen, wissen Sie, dass Sie heute was ganz Wichtiges bearbeiten wollen, investieren Sie im Zweifelsfall die 5 Minuten. Und hier steht es nochmal, vermeiden Sie farbige Wände, Oberflächen rund um den Monitor, also das pinkfarbene Oberhemd ist nicht angesagt und wenn Sie sagen, der spinnt doch, dann will ich Ihnen jetzt mal was zeigen. Und dazu schauen Sie doch einfach mal hier auf dieses Bild. Da ist in der Mitte ein schwarzer Punkt. Auf diesen schwarzen Punkt schauen Sie mal. Fokussieren Sie sich ein bisschen auf den schwarzen Punkt. Ich muss jetzt leider einen kleinen Augenblick reden, weil die Prozesse, die bei uns im Auge ablaufen, sind chemische Prozesse und die brauchen leider ein kleines bisschen. So. Schön auf den schwarzen Punkt in der Mitte konzentriert, ne, schöner Abstand zum Monitor. Und Sie gucken weiter auf den schwarzen Punkt und was ist jetzt passiert? Das war ein schönes Bild, hatte irgendwelche schönen Farben drin. Sind Sie sicher, dass das Bild farbig ist? Gucken Sie mal nach rechts, nach links und dann wieder auf das Bild drauf. Machen einmal die Augen zu und gucken wieder drauf. Wir stellen fest, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Das Gemeine ist an dieser Stelle, dadurch, dass wir vorher noch mit Komplementärfarben gearbeitet hatten, merkt sich das Auge das und es dauert seine Zeit, bis dieser Effekt verschwindet. Das bedeutet, so schnell kann ich das Auge mal eben täuschen. Und sagen ja viele, oh, alles halb so wild. Das ist es eben nicht, wie Sie gerade an diesem Beispiel sehen konnten. Gut. Das war der Bereich der Monitorkalibrierung und zwar eben auch speziell unter dem Aspekt, dass wir ja in den Bereich der Videografie rein wollen. Jetzt gehen wir auf den Videoreferenzmonitor, also den sogenannten Field Monitor, wie der heute auch gerne neudeutsch genannt wird, oder eben auch auf Ihren Fernseher. Und da sieht es nun wie folgt aus. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Beim Monitor am Computer gibt es ein ICC-Profil, das wird gespeichert, hatten wir ja gesagt, aus 2 Teilen bestehend und so weiter und so fort. Beim TV- oder Videoreferenzmonitor muss ich den Monitor einstellen. So, und jetzt mache ich nochmal einen ganz kleinen Abstecher. Der Videoreferenzmonitor, der auch häufig an einem Computer angeschlossen ist, wenn der über eine spezielle Box angeschlossen wird, dann kann ich dort häufig auch kein ICC-Profil hinterlegen. Und ich bin noch ein bisschen gemeiner. Das Thema Color Management im Videobereich steckt in den Kinderschuhen.
Warum, wieso, weshalb? Ganz simpel erklärt. Welche, ich sag mal, Schnittsoftware ist eine der bekanntesten auf dem Bereich, auf dem Com im Computerbereich? Da fällt Ihnen sicherlich sofort Adobe Premiere ein. Und wenn Sie mal bei Adobe Premiere gucken, wo Sie dort Farbeinstellungen hinterlegen, dann werden Sie feststellen, das geht dort gar nicht. Wenn Sie mit den Adobe-Produkten arbeiten, dann müssen Sie zum Beispiel mit After Effects arbeiten, um hinterher Profile dort handeln zu können. Wenn Sie zum Beispiel mit DaVinci Resolve arbeiten, müssen Sie mit 3D-LUT-Profilen arbeiten. Das sind keine ICC-Profile. In dem Bereich tut sich einiges oder steht einiges an in den nächsten Jahren, aber auch dort werden dann ICC-Profile Einzug halten, beziehungsweise man wird sie konvertieren können. Das ist heute aber teilweise eben noch nicht der Fall. Wie gesagt, der Weg über After Effects von Adobe ist dort einer, um wirklich wieder mit ICC-Profilen arbeiten zu können. Oder eben auch, sie kalibrieren die Monitore, die ja keine ICC-Profile können, weil wo sollen wir die speichern? Kalibrieren Sie als Videoreferenzmonitore, also sprich wie ein Fernseher. Und dann sind Sie wieder auf der sicheren Seite. Weil wie gesagt, die Kunden schauen sich das auf dem Fernseher an und dort kann ich keine entsprechenden Profile hinterlegen. Das ist leider Stand der Dinge. Wie gesagt, das ändert sich. Also nicht Color Managed Adobe Premiere. Color Management wäre, also Color Manage wäre After Effects, wäre DaVinci Resolve und damit könnte ich dann arbeiten, aber ich muss gucken, passt das alles? Und wenn über eine externe Box die Videoreferenzmonitore angeschlossen sind, dann gehen ICC-Profile dort nicht durch, dann muss ich diese wirklich wieder einstellen und zwar indem ich Helligkeit, Kontrast, Sättigung und ähnliches einstelle. Und dazu nehme ich dann Spider 4 Elite HD und zwar diesmal die TV-Videoreferenz-Monitor-Kalibrierung. Also, was Farbtemperatur, Voreinstellungen, Helligkeit, Kontrast, Farbe und Tönung angeht, meines Fernseher- oder Referenzmonitors, diese kann ich hier einstellen. Wie geschieht das? Auch an dieser Stelle gilt es wieder, stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten haben, dass alles entsprechend eingeschaltet ist. Was brauchen Sie? Ganz einfach, Sie brauchen einen Blu-ray-Player oder DVD-Player. Wenn Sie den nicht haben als Zuspieler, dann gibt es auch die Möglichkeit, die entsprechenden Testbilder in Dateiform zu bekommen. Wenden Sie sich einfach an uns. Sie müssen natürlich aus den Menüs die entsprechenden Testbilder herausholen können. Das ist ein Blu-ray- oder DVD-Menü. Das heißt, eine Fernbedienung für den DVD-Player bräuchten Sie. Die Fernbedienung des Fernsehers brauchen Sie oder Referenzmonitors. Da müssen Sie ins Menü kommen, damit Sie eben Helligkeit und ähnliches einstellen können. Sie brauchen einen Rechner in der Nähe, denn der Spider TV-HD wird ja an dieser Stelle eingeschlossen. Also in diesem Falle der Spider, der mitgelieferte, wird jetzt in der Software genutzt und zwar über den Rechner. Ich arbeite also quasi am Rechner und bediene parallel dazu den Fernseher. Gut. So, der Aufbau. Das ist das, was ich nochmal zeigen wollte. Befestigen Sie den Spider 4 Elite HD am TV. Ob das jetzt standardmäßig übergehängt wird oder mit dem Spiderweb, das hängt jeweils vom Gerät ab, was passt. Der Sensor wird mit dem Rechner verbunden. Sie sehen es hier. Da kommt die Software drauf. Und mit dem Blu-ray-Player werden die Testbilder eingestellt, eingespielt. Ob es Blu-ray oder DVD, vollkommen egal. Wie gesagt, alternativ in Dateiform wäre auch möglich. Und dann muss ich mit der Fernbedienung des Fernsehers die entsprechenden angegebenen Werte einstellen. Und wie sieht das Ganze nun aus? Als erstes muss ich auch hier erstmal auswählen, was habe ich denn? Gut, wir sagen hier mal LCD oder LED-TV. Dann muss ich sagen, welche Regler habe ich denn zur Verfügung? Habe ich einen Regler nicht, wie hier zum Beispiel, habe ich mich gegen die Farbtemperatur-Voreinstellung entschieden, die habe ich bei dem Gerät einfach mal nicht gehabt, dann lasse ich das Ganze weg.
Habe ich sowas, dann muss ich entsprechend die Voreinstellungen, die der Hersteller mir mitgegeben hat, die muss ich einmal hinterlegen, damit hinterher die Software sagt, okay, stellen Sie bitte den, den, den ein, damit die Software Ihnen hinterher korrekte Anweisungen geben kann. Genauso ist es wichtig, dass Sie einstellen, wie die Skalierungen sind. Welches ist der aktuelle Wert? Und wie sieht die Skalierung aus? Kann durchaus zum Beispiel von minus 50 bis plus 50 eine Skalierung geben. Alles möglich. Das ist leider nicht bei jedem Hersteller einheitlich, deshalb müssen Sie leider dort einmal ran und das einmal individuell einstellen. Gut. Dann werden Sie dazu aufgefordert, in diesem Falle das Testbild Nummer 1 abzuspielen, das heißt Blu-ray oder DVD-Player, entsprechend aus dem Menü das entsprechende Bild rauswählen. Und dann geht es weiter. Gegebenenfalls das nächste. Da der Sensor aufliegt, misst der Sensor in dem Augenblick sofort das entsprechende Bild. Und dementsprechend kommen auch die Anweisungen. Und die können dann eben auch so aussehen. Ändern Sie bei der Fernbedienung den Kontrast auf 100. Ne, dann kommen die Anweisungen, dass Sie bitte im Zweifelsfall das Menü muss wieder ausgeblendet werden. Dann weiter, damit gemessen werden kann. An dieser Stelle ist auf 1 zu achten. Das ist alles kein Problem, wenn Ihr Fernseher wirklich eine Skala hat und da steht dann auch Kontrastwert 57. Schwieriger ist es, wenn das nur einfach ein Regler ist, der eben ohne eine einheitliche Skala ist, dann müssen Sie da ein bisschen genauer hingucken. Geht aber auch. So, und dann kommt als nächstes die Anweisung zum Beispiel auf 0, dann auf meinetwegen 50. Dann auf 25 und so wird die Software mit Ihnen zusammen sich dann an den jeweiligen optimalen Wert herantasten. Und zum Schluss kommt dann zum Beispiel die Ansage, okay, 10 ist der optimale Wert, ist soweit in Ordnung. Dann kann ich mir das Ganze noch als Diagramm anzeigen lassen, wie ich mich also dort herangetastet habe, um dann auf den optimalen Wert zu kommen. So würde das zum Beispiel eben aussehen. Eigentlich eine ganz simple Geschichte. Zum Schluss erhalten Sie eine Zusammenfassung, wo Sie alle Werte sehen. Da sehen Sie unten drunter auch immer noch einen zweiten Wert. Das war der ursprünglich eingestellte Wert. Sie sehen hier, in diesem Fall habe ich Tönung und Farbtemperatureinstellungen nicht gemacht, weil ich hier was anderes kalibriert habe. Aber auf diese Art und Weise wird das Ganze gemacht. Bei Bedarf kann ich noch den entsprechenden Bericht mir ausdrucken. Ich sehe ihn vorher, nachher. Und bekomme die Informationen, wann ich gegebenenfalls das Ganze noch einmal kalibrieren sollte. Das ist ein Vorgang, der dauert, anders als bei der Monitorkalibrierung, etwas länger. Warum, wieso, weshalb? Weil Sie hier wesentlich interaktiver gefordert sind. Das lässt sich aber nicht anders darstellen. Ich denke, das ist so in Ordnung. Und das Ergebnis ist, dass Sie hinterher wirklich wesentlich qualitativ hochwertige Darstellung haben. Was Sie nicht machen können, das würde ich an dieser Stelle nicht verschweigen, Sie können natürlich kein REC 709 dort jetzt einstellen, weil Sie sagen, ich möchte das einstellen. Wo sollte man das speichern? Das geht nicht. Das geht nur wiederum über den Computer, über die entsprechende Software im Computer, dann aber auch nur in Verbindung mit entsprechend Color-Managed Applikationen. Wie gesagt, DaVinci Resolve ist das erste, was das in der Richtung halbwegs vernünftig kann. Adobe Premiere zum Beispiel eben nicht. Das ist leider so. No? Okay, gut. Damit haben wir den kompletten Bereich für Fotografie, für Video, für TV und Kamera mit dem Spider HD im Bereich Farbmanagement erschlagen. Und wenn Sie jetzt noch sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr wissen, weil das war ja jetzt alles. Und ich bitte Sie mir zu verzeihen, dass ich jetzt hier nicht Praxis zeigen kann, weil sonst müsste ich mir hier ein kleines Fernsehstudio aufbauen und ähnliches. Das lässt sich so leider nicht realisieren. Wenn Sie sagen, ich brauche noch mehr an Informationen, das Spider E-Book kostenlos zum Download auf dem entsprechenden Link unten drunter. Sie können sich auch, ich blende ihn nachher nochmal mit ein. Sie registrieren sich dort und bekommen eine Mail und kriegen das
dann zum Download, wie gesagt, kostenlos. Die ist geschrieben worden von einem Fotografen zusammen mit der rechten Hand von Doc Baumann, Fotograf von uns aus unserem Hause, und dem Christoph Kühne, der rechten Hand von Doc Baumann. Doc Baumann ist derjenige, der die Dogma herausgibt. Gut. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Facebook. Ne? Weitere Informationen. Natürlich auch unseren Blog. Da ist auch noch eine ganze Menge an Informationen drin, gerade eben auch in dem Bereich Video. Und wenn Sie sagen, das reicht mir immer noch nicht, ich brauche mehr, Sie erreichen uns werktags von 9 bis 12, 13:30, 17:30 unter 00800 700 870. Wichtig, die 00800 wählen. Das ist dann europaweit kostenlos. Oder über unsere Online-Support, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Der Vorteil ist, es sind einige Sachen, die man als Anhang mitschicken muss manchmal. Einige Sachen sind am Telefon, wenn man ein bisschen, ein paar Minuten redet. Was hat er mir als erstes erzählt? Das sind Punkte, die fallen weg. Ich kann es nachlesen, ich kann es in Ruhe machen. Nicht? Über unser Support-Formular, das Ganze ist zwar auf Englisch, aber Sie dürfen selbstverständlich dort auf Deutsch schreiben. Das ist bei uns jeder, das ist mächtig. Und dann finden Sie weitere Webinare. Deutsche Webinare stehen im Augenblick noch aus, kommen, aber ich denke mal im Verlauf der kommenden Woche auch noch deutsche Webinare wieder dazu. Um die Fotokina herum machen wir da noch das ein oder andere. Und für diejenigen, die sagen, ich möchte auf der Fotokina einmal bei Data Color vorbeischauen, auch das ist möglich. Sie erreichen uns dort auf der Fotokina im Moment, jetzt hat mir doch die in Halle 4.1 auf der Position I013/J010 oder einfach im Ausstellerkatalog einmal suchen. Data Color, wir sind da einfach zu finden. Wir freuen uns auf Sie. Wir würden uns auch freuen, Sie in anderen Webinaren wieder willkommen zu heißen. Und was ich jetzt an dieser Stelle einmal mache, ich eröffne Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und nehme Sie dann mit in die